Aber der anaximandrische Widerstreit zwischen den ausschließlichkeitsdyadischen Vorstellungen auf die spiegelbildliche Zweiheit im Kontrast und im Übergang zur ternären Pyramide des ödipalen Dreiecks durch Veränderung des Begehrens der Mutter auf den Phallus durch Kreuzung der imaginären Linie zwischen dem anderen, zwischen dem Vater und dem jenseitigen Unbewussten, als dessen Schnitt gehört eben in diese Weltdialektik als notwendiger Widerstreit und Kampf der Positionen in ihrem Durchgang mit dazu, um aus den gescheiterten Enttäuschungen, um aus den Spaltprodukten dann wieder neue Systeme zu basteln, nach dem Tödlichkeits-Auslöschungsvorgang.